Ich darf Sie heute begrüßen, denn heute geht ein Licht auf bei der Fachtagung Sportstätte im Scheinwerferlicht 2.0. Herzlich willkommen zur Kooperationsveranstaltung der Lichttechnischen Gesellschaft Österreichs und des Österreichischen Instituts für Schul- und Sportstättenbau. Ich darf mich zu Beginn kurz vorstellen. Mein Name ist Johannes Kahner. Ich bin Sportmoderator beim ORF und Sportkommentator. Und ja, dieses Gefühl, dieses, wenn man ein Fußballstadion betritt, am besten ein Europacup-Spiel am Abend und man hört diese Geräusche, ist einfach wunderbar. Aber man sieht oft nur dieses Flutlicht und spürt die Atmosphäre. Aber was dahinter steckt, das weiß man oft gar nicht, denn das ist ganz, ganz schön viel. Ich freue mich, dass Sie heute alle hier gekommen sind und möchte Ihnen ganz kurz das Programm vorstellen, das Sie heute erwartet. Zunächst beginnen wir mit einem Vortrag über die aktuellen Normen, Richtlinien und Empfehlungen. Danach funktionsgerechte Beleuchtungsplanung am Beispiel des Landessportzentrums Salzburg-Liefering. Wir schauen also nach ganz Österreich. Danach Steuerung und Dimmung in der Praxis. Was uns auch ganz wichtig ist, ist natürlich das Get Together, das dann bei einer Mittagspause stattfinden wird, wo Sie sich auch austauschen können über das, was Sie gehört haben. Danach umweltverträgliche und anrainerfreundliche Beleuchtungsanlagen. Und danach haben wir die erste Podiumsdiskussion, nämlich praktische Lösungen für Umwelt- und Anrainerinnenprobleme. Danach ein zweites Get Together, wo man sich ein bisschen mit Koffein und Kaffee stärken kann. Danach zukunftsweisende Planungsgrundlage, das ÖSS Beleuchtungsguide. Und danach noch eine zweite Podiumsdiskussion, Zukunftsaufgabe, Qualitätssicherung, Verbindlichkeit von Regelwerken. Was uns ganz besonders wichtig ist, dass wir diese Veranstaltung möglichst interaktiv gestalten, nämlich mit Ihnen. Sie werden am Ende von jedem Vortrag die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Ich komme dann einfach zu Ihnen ins Publikum. Das heißt, wenn Ihnen während des Vortrags irgendetwas einfällt, einfach kurz merken, ich komme dann zu Ihnen. Die Frage können Sie direkt im Anschluss stellen. Und wenn Ihnen später etwas einfallen sollte, einfach den Vortrag nachsehen auf der Homepage oess.at oder natürlich gibt es den Vortrag dann auch auf dem YouTube-Kanal des ÖSS zum Nachsehen. Jetzt möchte ich aber bitte gleich mal die Gastgeber auf die Bühne bitten, nämlich Karin Schwarz-Fichtbauer, die Geschäftsführerin des ÖSS und Horst Priebitzer, Leiterstellvertreter Lichttechniklabor der Magistratsabteilung 39 und Vorstandsmitglied der LTG. Ihr seid mikrofoniert. Danke dir. Ja, danke mal für deine Einführung, lieber Johannes. Sehr geehrte Damen, ich versuche doch im Plural zu bleiben, bei dem Blick, sehr geehrte Herren, liebe Kolleginnen, auch unsererseits seitens der Veranstalter ein herzliches Willkommen zur heutigen Veranstaltung. Wir freuen uns über Ihr Kommen und Ihr Interesse. Gemeinsam ist mir hier ein großes Anliegen für eine tatsächlich bereits bewährte Arbeitsgemeinschaft, würde ich es nennen, zwischen ÖSS und LTG. Und als diese Partnerschaft möchten wir Sie auch ganz herzlich zum heutigen Tag begrüßen. Gemeinsam haben wir auch festgestellt oder uns beschlossen, von dieser Veranstaltung heute von einer Vorstellung unserer Institutionen Abstand nehmen zu können und zu wollen. Wir gehen ein Stück weit davon aus, dass wir hier in einer Expertenrunde sind und dass Sie, unser Publikum, uns eigentlich hinlänglich kennen. Sollte das für den einen oder die anderen eventuell doch nicht stimmen, dann da hinten die Hinweise auf unsere Homepages. Bitte suchen Sie uns auf, aber andererseits bitte zögern Sie auch nicht, uns direkt zu kontaktieren, beziehungsweise uns auch in den Pausen persönlich anzusprechen mit Fragen, Anliegen oder wenn Sie uns näher kennenlernen wollen. Diesbezüglich darf ich natürlich auch auf mein Team hinweisen, die hier entweder in der Technik tätig sind oder die sich schon beim Empfang kennenlernen durften. Der Titel Sportstätte im Scheinwerferlicht 2.0 lässt richtigerweise auf Vorveranstaltungen schließen. Ja, dieses Seminar ist das dritte in einer Reihe. 2015 haben wir Scheinwerfer, vulgo das Flutlicht, auf unseren Sportfreianlagen beleuchtet. 2017 haben wir uns dann in den Innenraum begeben und uns die Beleuchtung von Sporthallen angesehen.
Auch diese, unsere Veranstaltungsreihe, ist von der Corona-Pandemie ein Stück weit in die Pause gedrängt worden. Sie begleitet uns leider heute auch ein Stück weit, das darf ich jetzt doch auch ein bisschen ankündigen. Wir haben leider zwei Ausfälle von Referenten, aber mit unserer aller Expertise werden wir sicher trotzdem Sie entsprechend durch diesen Tag und über die Referente begleiten können. Umso mehr freuen wir uns aber heute, dass es heute endlich möglich ist, sozusagen unsere Veranstaltungsreihe fortsetzen zu können und uns der zeitgemäßen LED-Technik auf unseren Sportstätten widmen zu können, die zwischenzeitlich rasant sich weiterentwickelt hat, einerseits in technischer Hinsicht, aber auch bezüglich ihrer Regelwerke und Anforderungen. Was wir aufzeigen wollen, ist die Chancen, die in der LED-Technik im Sportstättenbau stecken, aber auch die Risiken. Davon gibt es nämlich beides eine ganze Menge. LED ist zweifellos, und das hast du ja auch schon angesprochen, in Zeiten wie diesen, die Technologie von heute und morgen. Sie ist gleichsam zweifelsfrei die energiesparendste Lösung und hat eben, wie gesagt, in Zeiten wie diesen, wird sie deshalb entsprechend nachgefragt. Es gibt jetzt momentan sehr einfache Formulierungen und Forderungen, überall LED einzubauen, dass das aber nicht sozusagen ohne entsprechender sorgfältiger Planung, Ausführung, Kontrolle möglich, beziehungsweise dann auch in Betrieb, Vorsicht ist, möglich ist, das wollen wir Ihnen heute aufzeigen. Sie ist die energiesparendste Lösung eben nur dann, wenn diese Anlagen entsprechend geplant, ausgeführt und genutzt werden. Sie sind es zum Beispiel nicht, wenn überholte Lichtstärken zur Anwendung kommen, die eigentlich gar nicht auf der Anlage erforderlich werden. Oder wenn sie nicht im Bedarfsfall entsprechend gedimmt, vulgo, sozusagen gesteuert werden können. Sie ist es auch dann nicht, wenn Anlagen einfach leuchten, wenn eigentlich gar niemand am Platz ist. Und sie ist es auch dann nicht, wenn nicht bereits in der Planung Lichtemissionen bzw. deren Vermeidung hinreichend beachtet werden und eben nicht die entsprechende Rücksicht im Hinblick auf Umwelt, aber auch auf die Anrainerinnen genommen wird. Und last but not least, und das ist uns als ÖSS natürlich besonders wichtig, sie ist es auch dann nicht, wenn die Anforderungen, die Beleuchtung, die aus der jeweiligen Sportart resultieren, nicht entsprechend fachlich beachtet werden. Aktive zum Beispiel geblendet werden bei ihrer Sportausübung oder auch Sportgeräte, Beispiel jetzt Basketballkörbe, Beispiel Bälle, trotz Beleuchtung eigentlich nicht hinreichend sichtbar sind. Das, was ich jetzt ausgesprochen habe beim Beispiel, das sind keine Befürchtungen, das sind leider sozusagen reale Beobachtungen, die wir haben. Und aus dem Grund stehen wir eigentlich heute hier und wollen mit Hilfe in den Referaten, aber auch in den Diskussionen, ein Stück weit zeigen, wie man es richtig macht. Bevor ich jetzt quasi übergebe und uns freue und uns einen schönen Nachmittag und ein interessantes Seminar wünsche, bitte ich dich, Horst, um deine Begrüßungsworte. Ja, auch von meiner Seite einen schönen Vormittag. Ich darf den Vertreter der LTG heute spielen. Schöne Grüße vom Dr. Rudi Hornischer, er liegt leider im Bett zu Hause, entschuldigt sich, wünscht aber Ihnen, auch der LTG, Ihnen allen einen spannenden, wissensreichen Vortragstag. Es ist alles, glaube ich, schon gesprochen worden, lassen wir die Vorträge beginnen, auf dass wir in der Zukunft umweltgerechte und anrainerfreundliche Sportanlagen betreiben und planen werden. Danke. Du bleibst gleich da. Ja, bleib gleich da. Ja, ich darf meinen Vortrag mit einem richtigen interessanten Thema, aktuelle Normen, das ist immer gleich mal Juhu in der Früh, starten wir in die Normen-Session, ist eigentlich, hätte es der Rudi Hornischer bringen sollen, wie gesagt, liegt leider krankheitsbedingt im Bett. Sei ihm vergönnt auch, nicht, dass ein Bett liegt, aber dass ein Bett liegen bleiben darf, Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht so gesagt. Ich möchte kurz und knackig durchgehen, Normen sind immer relativ zäh, da schläft man gleich auch wieder ein, aber sind aber relativ wichtig, weil das doch unser Korsett ist für unsere ganzen Planungen, wie auch die abschließenden Messungen oder auch für Befundungen. Wie schaut es einmal mit der primären Regelwerke aus? Zuhören wir ganz kurz in Laser. Wir haben einerseits lokale europäische Richtlinien für Broadcaster zum Beispiel, ganz wichtig, unsere TV-Gesellschaften, trifft wahrscheinlich nicht die Masse heute, aber trotzdem die großen Stadien. Wir haben allgemeine Regelwerke im Bau, wir haben sportspezifische Guides, die sind eigentlich immer das Schmankerl immer drüber nachher, die noch meistens die Normen ein bisschen besser machen. Und wir haben auch das Thema natürlich, was wir jetzt kurz schon sehr intensiv erörtert bekommen haben, ja, das Thema Störlicht, Mensch und Umwelt. Denn das Stadion steht ja nicht alleine irgendwo in der Wiese, sondern hat auch eine Umwelt um sich, ob es jetzt ein Anrainer oder eben Insekten oder Flora und Fauna in dem Fall sind. Basisbeginnend, CE ist am meisten bekannt, das ist die oberste Normenwelt weltweit.
Dort werden Papers, Worksheets kreiert, mehr oder minder. Dort machen sich die internationalen Experten Gedanken. Sind meistens fundamentale Grundbasissachen. Die sind meistens nicht anwendbar, sage ich ja ganz offen zu, sondern da sind Expertisen drinnen, die man dann versucht, dann eigentlich auf den einzelnen Kontinenten niederzubreiten. Das wäre dann zum Beispiel die 10 europäische Normungsebene, wo dann diese EN-Normen dann entstehen, die wir dann national durch unseren EU-Beitritt dann übernehmen müssen oder uns wehren können. Und wenn wir Glück haben, machen wir noch dann nationale Normen noch, damit wir es besser machen. In dem Fall haben wir, die werden Sie sicher kennen als Sportbeleuchtungsexperte, die 1293. Die sollte jeder eigentlich im Schlaf auswendig können. Na, aber zumindest einmal gehört haben, weil das ist eigentlich die Basis für jede Planung. Bei den CE83 geht es jetzt gar nicht so intensiv um die Beleuchtung, sondern eben, wie gesagt, um die ganze TV-Tauglichkeitsthematik. Was habe ich für Anforderungen? Auch nicht ganz unwichtig, wenn ich wirklich Übertragungen machen möchte. Und auch die verweist du dann schon drinnen auf eine sogenannte C150. Das ist ebenfalls ein Urstück, das ist aus den 80er Jahren eigentlich. Da hat man sich damals schon Gedanken gemacht, wie man mit Streulicht und so Sachen umgeht. Also es ist nicht was ein Thema, was jetzt gerade aufpoppt, sondern das haben wir eigentlich schon lange. Zumindest war ich auch schon auf der Welt. Und die 1293 brauche ich, glaube ich, gar nicht zu tief erklären. Geht es ebenfalls ein bisschen ums TV. Wie gesagt, da verweist man sehr stark auch wieder rüber. Aber sonst um die ganzen Anforderungstabellen. Was brauche ich beim Basketball, brauche ich beim Landhockey, was brauche ich beim Bowling, was auch immer. Outdoor, Indoor, alles ist da drinnen, sage ich mal, vorhanden. Was wir noch haben, sind Lokale für die Broadcaster. Wie gesagt, das hat der ORF natürlich als unser oberstes Institut von Fernsehübertragungen auch eigene Richtlinien, früher ein bisschen auf Eigeninitiativen, jetzt mittlerweile sind wir sehr gut vernetzt und versuchen natürlich, dass die nicht wieder irgendwas fordern, was gar nicht der Norm entspricht, und dann gibt es immer die heißen Diskussionen dann, wenn Stadien zu hell beleuchtet sind und Probleme bereiten, haben wir jetzt erst vor kurzem wieder eine neue Richtlinie kreiert, die jetzt up to date ist, und wie gesagt, IBU war selber im Januar nicht so bekannt, wie gesagt, das ist eigentlich für die ganze Fernsehqualität zuständig. Und hier sieht man jetzt auch, was haben eigentlich Fernsehkameras für Anforderungen. Das beginnt eben bei Eishockey komplett anders, wie auch ein Night Race. Jetzt lassen wir die Energiethematik weg, aber dort hat man komplettes eigene Situation, wie man eigentlich da perfekt über eine ganze Piste mit großen Abständen, vielen Kamerapunkten eigentlich die heißen Szenen vom ehemaligen Hirscher, jetzt nicht mehr, aber anderen Skisportlern übertragen kann. Für den Bau. Das sind Themen, die interessieren mich nun mal gar nicht. Das ist Bauwesen, Entschuldigung. Ach, das habe ich jetzt gar nicht zu sagen, aber wir sind heute Lichttechnik. Aber sind natürlich sehr wichtig. Auch die B1600 ist überhaupt ein Prunkstück in Österreich. Wird, glaube ich, auch gerade wieder mal überarbeitet. Sporthallenrichtlinien, die 12.4641 ist eigentlich für Arbeitsstätten zuständig. Man darf natürlich bei der Sportbeleuchtung nie vergessen, man hat nicht nur die Sportfläche, man hat auch in Hallenwart, man hat sonstige Infrastrukturelemente an einer Sportanlage. Das rückt oft bei so Tagungen immer so auf die Seite. Man hat Parkplätze, man hat Zufahrtsstraßen. Das ist alles ja genauso nach irgendeiner Norm normalerweise zu beleuchten. In dem Fall gibt es auch die 12.4642, das sind die Arbeitsstätten im Freien dann. Muss man dementsprechend halt, so projektiert man im Prinzip dann eigentlich eine komplette Sportinfrastruktur. 1838, ja, eine Safety-Norm, unsere Fluchtwegsbeleuchtung hat jeder hängend, hängt da normalerweise da herinnen, unser Rettungswegzeichen über der Tür, die Einlooks, was wir minimal am Fluchtweg haben müssen, etc. etc. Also auch nicht vergessen, die sollte dann ja wirklich funktionieren, wenn es zu irgendeinem Brandfall oder zu einem Stromausfall, könnte ja mal passieren, dass die dann funktioniert. Sportspezifische Guides, ja nicht nur in Österreich, ist natürlich, muss man vorheben, ÖSS, dort haben wir noch einmal die Creme de la Creme, wenn man so sagen kann, man setzt auf die europäische Norm noch mal ein bisschen was drauf, um gewisse Sportarten vielleicht noch besser zu machen, Gleichmäßigkeitsanforderungen, wie auch immer, Hinweise auf Emissionsthematiken, die vielleicht auf der europäischen Norm jetzt nur relativ global einmal behandelt werden, aber eigentlich nicht wirklich anwendbar sind. Das Ganze wird da drinnen nochmal sehr gut zusammengefasst, also die sind lesenswert. Das Ganze gibt es natürlich nicht nur in Österreich, wir haben genauso in der SLG, in der Schweizer Lichttechnischen Gesellschaft, ebenso Experten sitzen. Wir versuchen das auch immer wieder auszutauschen, damit nicht das Sportlicht in der Schweiz anders gemacht wird wie in Österreich. Warum wohl? Dürfte ja gar nicht sein. Trotzdem haben die eine eigene Serie auch entwickelt. Licht.de ist auch eine relativ gute Plattform. Man muss leider sagen, ich bin zwar nicht immer so der Freund vom Googlen und so Sachen, aber wenn man sich schnell mal informieren möchte, Licht.de ist empfehlenswert für eine schnelle Information. Und der Rest, der ÖFB und die Bundesliga, kümmert sich sowieso um ihre eigenen Schäfchen in der obersten Liga.
geht es auch um TV-Verträgen, Thematiken und so Sachen, die wieder ihre eigenen Richtlinien dann haben. Wie gesagt, gibt es viele Möglichkeiten. Ja, ein wesentlicher Punkt, was heute schon kommt, wir sprechen natürlich über die Qualität auf der Sportfläche, aber was man auch erwähnen muss, ist natürlich auch eben, wie gesagt, diese ganzen Störlicht-Thematiken. Störlicht ist gleich, und heute habe ich die Aufgabe übertragen bekommen, immer wieder das Thema anzusprechen. Störlicht oder Lichtemissionen, Streulicht ist auch Energieverschwendung. Das muss man sich einmal klar sein. Das war vor ein paar Monaten noch nicht so das Thema, aber aktuell, glaube ich, mehr als denn je. Wir haben in Österreich eine Ölnorm, zu der komme ich dann am Nachmittag persönlich noch dazu. Die werden wir ab Oktober, ist sie freigeschaltet, aktiv, also ist sie gültig. Wir haben einen österreichischen Leitfaden für Außenbeleuchtung. Ich sage immer, das ist das Stück für den Bürgermeister, das ist das, was man leichter lesen kann. Da muss man nicht unbedingt Techniker sein. Da ist ein Leitfaden, habe ich mehr Freiheiten, auch etwas zu schreiben und zu fordern, wo ich in einer Norm aufpassen muss. Und natürlich auch die ganzen Papers von den Umweltanwaltschaften, die immer wieder speziell in gewisse Thematiken eingehen, was eigentlich auch sehr interessant zum Lesen sind, damit man ein bisschen auch die Perspektive kriegt, warum eigentlich, warum kriegen wir so geknechtete Auflagen. Dort sind einfach die ganz guten Erklärungen. Wenn man das mal versteht, dann glaube ich, fällt es dann auch leichter, diese Auflagen und Vorgaben auch umzusetzen. Ja, das war's. Kein Gefühl mit der Zeit, das war ein Rudis, ein Vortrag. Vielleicht wollte er noch mehr darüber erzählen, aber ich glaube, über Normen in die Tiefe zu gehen, die Zeit haben wir heute nicht. Das war ein Überblick. Sie sehen, es ist ganz groß eigentlich, aber man nimmt sie einfach wie beim Kuchenstück immer das Beste dann eigentlich heraus und ja. Fragen? Trotzdem möchte ich anbieten. Null Zeitgefühl. Gibt es jetzt bereits vielleicht schon eine Frage an den Herrn Pribitzer einfach einmal zu diesem kurzen Überblick? Dann einfach kurzes Handzeichen. Wenn nicht, ich habe eine kurze Frage. Gab von der Bundesliga zuletzt die Projektumsetzung, Nachmittagsspiele ohne Flutlicht auszustrahlen, um Energie zu sparen? Ist sowas bei den hohen Standards, die einfach für die TV-Übertragungen gewählt werden, dann trotzdem ein Zeichen, dass es auch möglich ist, da eben Einsparungen vorzunehmen? Prinzipiell ja. Man hat auch früher Fernsehübertragungen geschafft mit weniger Licht. Das ist es, was ich auch ein bisschen als Message mitgeben möchte jetzt am heutigen Tag. Wir haben gewisse Sachen vor 30 Jahren auch geschafft. Und jetzt auf einmal würden wir es nicht mehr schaffen, komischerweise. Natürlich müssen auch die Broadcaster dementsprechend abspecken. Ich kann vielleicht nicht mehr mit 8K, 4K super Zeitlupe den Knöchelbruch übertragen. Die Frage ist das jetzt noch zeitgemäß, wenn ich weiß, wir wollen ein bisschen Energie sparen. Also rein theoretisch ja, ist möglich. Aber es geht auch bei, muss ich schon sagen, die großen Stadien sind sogar in Österreich vielleicht 12 Stück, die was da wirklich unter sehr hohen Lichtbedingungen spielen möchten. Das ist jetzt nicht gerade die Masse. Die große Masse sind eigentlich unsere Kleinsportanlagen. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob jetzt ein Wiener Vertreter da ist, aber wir haben in Wien allein nicht 160 Anlagen. Ich weiß nicht, ob es nur Fußball, Tennisvereine, glaube ich, sind da gar nicht dabei, was nur mit Flutlicht sind. Also das, die Masse macht sie dann ja im Endeffekt wieder aus. Und die Herausforderung wahrscheinlich die Technologie, die sich in allen Bereichen entwickelt, also nicht nur in der Lichttechnik, sondern zum Beispiel auch in der Übertragungstechnik, weil die Kameras immer besser werden, dass man das alles miteinander vereint. Wir arbeiten sehr intensiv, wir probieren immer Antworten zu bekommen von diesen Broadcast-Teams. Wir haben versteckte Untersuchungen gemacht, ihnen Licht vorgegaukelt, sie haben gesagt Daumen hoch, dabei waren gar nicht die Anforderungen erfüllt, was sie haben wollten. Also mir fehlt da ein bisschen auch der Response. Natürlich wird die Kameratechnik trotzdem, wir schaukeln uns ja mit der ganzen Technologie immer weiter rauf. Man hat einmal HDTV gehabt, jetzt hat man 4K, 8K. Die Frage ist ja, wo wollen wir hin? Ist das noch notwendig? Weil für jede Infrastruktur bedeutet das ja ein Investment, ein Wahnsinn. Also doppelte Leuchtenanzahl, wenn man Pech hat. Also die LED ist nicht der Retter von allen. Was mit das? Jetzt noch irgendwelche Fragen an den Herrn Pribitzer oder später? Aktuell noch nicht. Dann danke ich jetzt mal für diese kleine Einführung.